Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Also zunächst einmal möchte ich den Rednern von CDU und SPD hier entgegentreten und diesen Versuch, die ganze Problematik hier etwas zu bagatellisieren und von ungelegten Eiern zu sprechen, doch entgegentreten. Da bin ich eher auf der Linie von der FDP und meinem Vorredner Dr. Wolf. Das ist nämlich tatsächlich doch ein sehr ernstes Thema, wobei ich mich da insofern von Herrn Dr. Wolf unterscheide, als dass ich nicht auf Cobra 11 hier kaprizieren möchte, sondern da eher die, den Film Staatsfeind Nummer 1 den Zuschauern hier ans Herz legen würde, wo eben dargestellt wird, was eine ausufernde Überwachung und Kontrolle einer ganzen Gesellschaft bedeuten kann, auch für den einzelnen Normalbürger, der kein Terrorist ist. Wieso diskutieren wir jetzt hier? Vor einigen Wochen wurde das geheime Arbeitsdokument einer Arbeitsgruppe des EU-Ministerrates, also das EU-Organ der Mitgliedstaaten, geleakt. Es war eine britische Nichtregierungsorganisation, ja, ich wiederhole, wohlgemerkt Nichtregierungsorganisation, die die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe mit dem Namen European Network of Law Enforcement Technology Services, kurz ENLETS, veröffentlicht und zumindest in einigen EU-Ländern eine rege Debatte ausgelöst hat. Denn das Papier von ENLETS enthält einigen Sprengstoff. Denn es fordert unter anderem den europaweiten Einsatz der automatisierten Kennzeichenerkennung sowie die Fernabschaltung von Autos durch die Polizei. Wir Piraten lehnen diese Vorschläge strikt ab. Sie schränken die Grund- und Menschenrechte massiv ein und stellen die Menschen unter Generalverdacht. Wer angesichts solcher durch einige sicherheitsbesessene Mitgliedstaaten forcierten Maßnahmen immer noch nicht die Tendenz zum Auf- und Ausbau der Überwachungs- und Kontrollinfrastruktur in der EU erkennen kann, dem ist wohl nicht mehr zu helfen. Und für die Ausarbeitung dieser Grundrechts- und Menschenrechtswidrigen Vorschläge schießt die Kommission jedes Jahr auch noch über 500.000 Euro Steuergelder zu. Und dann wundert man sich, wenn die Menschen den Glauben an die Sinnhaftigkeit des europäischen Projekts gänzlich verlieren. Aber das Problem ist noch viel tiefgreifender. Was wir hier sehen, sind die Auswüchse eines intransparenten, vom Bürger abgekapselten Politiksystems, in dem im Grunde ohne echte Rückkopplung mit den Menschen die wichtigsten Entscheidungen in den quasi geheimen Arbeitsgruppen des Ministerrates ausgeklüngelt werden. Hier krankt das Politiksystem, und zwar gewaltig. Das Perfide dabei ist, dass insbesondere im sensiblen Bereich Justiz und Inneres, also zum Beispiel bei der Kriminalprävention, auf Ministerratsebene die Weichen für schwerste Grundrechtseingriffe gestellt werden. Aber genau hier, in diesem Politikbereich, bedarf es der öffentlichen Debatte, gerade weil die vollumfängliche Wahrnehmung der Grundrechte aller Menschen in der EU betroffen ist. Aber eine Debatte findet nicht statt. Nein, im Gegenteil, sie wird, so gut es geht, verhindert. Und genau hier ist auch die Gesetzgebungskompetenz der Bundesländer betroffen. Sie sollten also ein eigenes Interesse an solchen vorausgehenden Debatten haben. Genau diese strukturellen Probleme wollen wir mit unserem Entschließungsantrag adressieren. Denn auch die Landesregierung ist hier in der Pflicht, zur Schaffung transparenter Arbeits- und Entscheidungsstrukturen auf EU-Ebene beizutragen. Ihre Landeskompetenz ist ja berührt. Zum Beispiel könnte sie mal sagen, welche Positionen den deutschen Beamten in den Arbeitsgruppen des Rates im Rahmen der Innenminister- und Justizministerkonferenz mit auf den Weg gegeben werden. Das wäre doch mal ein Anfang. Wir Piraten bleiben dabei. Wir bekämpfen den konstanten Ausbau der europäischen Überwachungs- und Kontrollinfrastruktur mit allen politischen Mitteln. Und die politischen Strukturen, die die Grundrechte aushöhlen, bekämpfen wir gleich mit. Wir freuen uns allerdings auf eine konstruktive Debatte im Ausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kern. Für die Landesregierung spricht Herr Minister.